Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R. Kanal. Heute soll es um das B-Network gehen und zur Abwechslung muss ich heute wirklich mal von einer Sache so richtig abraten. Nicht nur abraten, ich würde sogar so weit gehen, dass ich es für mich persönlich sogar als kleinen Scam einstufen würde. Warum? Darum soll es heute gehen. Doch fangen wir erstmal damit an, was das B-Network überhaupt sein soll. Beim B-Network handelt es sich um ein Projekt rund um die Kryptowährung B. Diese sollst du zu Hause mit deinem Smartphone ganz einfach immer auch unterwegs minen können. Das Ganze soll dann sozusagen jeden näher an das ganze Krypto-Thema ranführen und nachdem viele den großen Bitcoin-Trend damals verpasst haben, soll dies nun vielen die Chance geben, endlich mal so richtig an einer Kryptowährung teilzuhaben und mitzuverdienen. Du lädst dir also wirklich einfach die App runter und fängst direkt mit dem Minen an. Doch warum das Ganze nicht so ist, wie es scheint und vielleicht nicht mal richtiges Mining ist, werde ich euch jetzt verraten. Und damit starten wir erstmal direkt in Punkt 1, deren Marketing-System. Und zwar nutzt das B-Network hierbei das Network-Marketing. Mit anderen Worten, du kannst Leute für das B-Network, für die App werben und verdienst dann an deren Einnahmen mit. Teilweise sogar noch an den Einnahmen derer, die diese Leute dann ebenfalls selbst geworben haben. Viele behaupten, es handelt sich hierbei um ein Schneeballsystem. Da würde ich dann jedoch auch widersprechen, denn meiner Meinung nach muss man sich beim Schneeballsystem erstmal einkaufen, um überhaupt an der ganzen Sache teilhaben zu können. Doch das ist beim B-Network, soweit ich das Ganze überblicken kann, definitiv nicht der Fall. Trotzdem handelt es sich hierbei um ein relativ verwerfliches Marketing-System, was auch von vielen seriösen Firmen gerade deswegen gemieden wird. Denn einerseits führt das dazu, dass man halt einfach auf Krampf, ohne viel zu hinterfragen, einen Haufen Leute wirbt, was natürlich auch dazu führt, dass die Bewertungen in App Stores oder auf Websites oder in Artikeln oder auch zum Beispiel hier auf YouTube oftmals ziemlich fake sind. Denn alle Leute, die diese Bewertung schreiben, diese Artikel schreiben oder diese Videos aufnehmen, wollen natürlich dich für ihr Netzwerk werben, um selbst mehr verdienen zu können. Logisch. Außerdem geht das B-Network hier sogar noch einen Schritt weiter und übt aktiv Druck auf die Leute aus, indem aktiv gesagt wird, dass umso mehr Leute dazukommen, jeder weniger verdienen kann, was natürlich dazu führt, dass eine kleine FOMO-Aktion auftritt und viele Leute sich gezwungen sehen, möglichst früh damit zu starten, damit sie noch möglichst hohe Gewinne mitnehmen können. Doch das soll es jetzt erstmal zum Thema Marketing gewesen sein und wir gehen direkt rein in den nächsten Punkt, und zwar den Wert des Coins. Und dieser Punkt wird jetzt überraschend kurz ausfallen, denn aktuell hat der B-Token, der B-Coin, einfach überhaupt keinen Wert. Denn er ist auf keiner einzigen Krypto-Plattform gelistet. Wenn ihr zum Beispiel auf CoinMarketCap sucht, werdet ihr dazu nichts finden. Und die paar Sachen, die dort gegebenenfalls angezeigt werden, sind definitiv nicht das B-Network, welches über die App und die Website verfügt. Das B-Network selbst hat den Token noch nicht zum Verkauf freigegeben. Es ist jedoch angekündigt, dass das Ganze in Q3 2022 passieren soll. Doch wenn wir jetzt schon mal bei Q3, also dem dritten Quartal des Jahres sind, habe ich hier noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar habe ich mir selbst als Ziel gesetzt, bis Ende Q1, also bis Ende März 2022, die 1000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen. Also wenn dir meine Videos gefallen sollten und oder du mich ein bisschen unterstützen möchtest, würde ich mich an dieser Stelle wirklich mega freuen, falls du meinen Kanal abonnieren würdest. Doch genug zu mir und meinem YouTube-Kanal, machen wir weiter mit dem eigentlichen Video. Und damit nochmal zu einem letzten Punkt zum Thema Wert des Coins. Selbst wenn es tatsächlich passiert und Q3 2022 der Coin an die Börsen geht, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass dieser wirklich viel wert sein wird. Denn Stand jetzt nutzen bereits 16 Millionen Leute das B-Network laut Informationen des B-Networks selbst. Was natürlich auch bedeutet, dass 16 Millionen Leute teilweise schon seit Ewigkeiten diese Coins minen und dementsprechend schon ein Haufen Coins an Leute verteilt wurden. Wenn diese dann wirklich an den Markt gehen sollten, wird ein so großer Berg an Coins in Umlauf geraten und so viele Leute werden versuchen, möglichst schnell ihre Coins zu verkaufen, dass das Ganze wahrscheinlich nicht viel wert sein wird. Das war's jetzt aber zu Punkt 2 und wir kommen damit zu Punkt 3, und zwar der Website.
Und hier werde ich mal etwas schneller durchgehen, denn die Red Flags, was die Website angeht, sind wirklich ziemlich schnell erklärt. Und zwar hast du auf der gesamten Website kein Impressum, Adresse, Steuernummer, kein Team oder irgendeinen Kontakt genannt. Und das ist nach meiner Erfahrung wirklich schon ein richtig schlechtes Zeichen. Außerdem findet man auf der Website noch ein White Paper und dazu muss ich wirklich gar nicht viel sagen, das ist einfach ein Witz. Guckt euch mal ein White Paper von einer seriösen, bereits größeren Kryptowährung oder einem größeren Projekt an und vergleicht das mit dem von B-Network und es wird ziemlich schnell auffallen, dass allein vom Umfang her das von B-Network wirklich schon ein Witz ist. Und wenn man sich dann noch genauer durchliest, was da drin steht, wird es auf jeden Fall auch nicht besser. Aber das soll es an dieser Stelle auch zu dem Thema gewesen sein. Wenn ihr euch genauer mit den White Paper von B-Network auseinandersetzen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, mal auf Google zu suchen. Hier gibt es nämlich wirklich noch einige Artikel zu dem Thema. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 4 und meiner Meinung nach einem der bedenklichsten Punkte von allen, und zwar den Berechtigungen. Denn wenn man sich die App runterlädt, wird diese versuchen, an eure Standortinformationen und Kontakte zu kommen. Bei Android ist das Ganze noch etwas einfacher, bei Apple müsste man dem selber zustimmen, aber A, macht man das schon oft einfach nur aus Reflex und B, gibt es in der App wirklich mehrere Stellen, wo erneut gefragt wird, ob man denn seine Kontakte zum Beispiel zum Einladen von Personen freigeben möchte und das passiert dann im Eifer des Gefechts wirklich schnell mal. Abgesehen davon, dass das B-Network dann schon eure Daten hat, geben sie diese auch noch an Dritte weiter. Und nirgendwo ist genannt, wer diese Dritten sind. Und das ist meiner Meinung nach wirklich bedenklich, denn zum Beispiel Facebook nimmt sich natürlich auch einen riesigen, bedenklichen Haufen eurer Daten, aber hier ist wenigstens bekannt, was sie damit machen. Sie nutzen diese zum Marketing. Sie versuchen damit, persönlichere, personenbezogene Ads zu schalten und somit größere Summen von potenziellen Werbeschaltenden zu verlangen, um damit noch reicher zu werden. Ob man das jetzt gut finden oder unterstützen sollte, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber man weiß wenigstens grob, was mit diesen Daten gemacht wird, was hier auf jeden Fall nicht mal der Fall ist. Und jetzt werden sich viele sicherlich fragen, ob sich ein so riesiger Scam wirklich lohnt, nur um an diese personenbezogenen Daten zu kommen. Und auch dazu habe ich eine relativ einfache Antwort. Es ist tatsächlich gar nicht mal so schwer, so eine einfache Website aufzubauen und eine App wie diese in den App Store zu bringen. Das kostet tatsächlich eine überschaubare Menge Geld und Zeit und wenn man dann an laut eigener Aussage 16 Millionen Nutzer kommt und von vielen davon persönliche, personenbezogene Daten einkassieren kann, kann sich das Ganze schon definitiv nur deswegen lohnen. Doch kommen wir damit auch schon mal zu Punkt 5 und dem Thema Mining. Und auch hier ist das Ganze wieder relativ einfach erklärt, denn es kann sich eigentlich schlichtweg nicht um richtiges Mining beim B-Network handeln. Und das ist auch ziemlich leicht erklärt. Zum Beispiel, wenn man Bitcoins oder Ethereum meint, verbraucht es einen Haufen Strom, Rechenleistung und Hardware. Wenn man zum Beispiel Helium meint, braucht man hierfür eine Antenne, denn es wird über Funk gemeint. Macht man das Ganze mit Planet Watch, werden verschiedene Sensoren in den Geräten genutzt, um an die Luftdaten zu kommen und durch diese wird quasi gemeint. Das B-Network behauptet sogar selber, dass definitiv euer Akku damit nicht irgendwie verbraucht wird und außerdem auch eure Hardware nicht belastet wird. Was natürlich heißt, dass es sich auch nicht um Hardware-Mining handeln kann. Mal abgesehen davon bin ich online auf einen Bericht gestoßen, wo gesagt wird, dass Apple zum Beispiel im App Store überhaupt keine Apps, die in irgendeiner Form Mining betreiben, erlauben würde. Und da ich schon oft gelesen habe, dass Apps, die gegen die AGBs von Apple widersprochen haben, direkt aus dem App Store entfernt wurden, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich dann, spätestens dann, auch bei dieser App nicht um wirkliches Mining handeln kann. Und damit kommen wir auch schon mal zum letzten Punkt, nämlich dem Punkt Spiel. Das B-Network geht nämlich hin und sagt über sich selbst, es würde sich um ein Spiel handeln. Und spätestens da würden bei mir auch schon die Alarmglocken klingeln, denn warum sollte man als seriöse Mining-App, die wirklich vorhat, ein cooles Projekt zu werden und eine richtige Kryptowährung auf den Markt zu bringen, behaupten, dass sie ein Spiel wäre? Ich meine natürlich, es gibt im Kryptobereich auch Spiele wie zum Beispiel Axie Infinity, aber die sagen von Anfang an, dass sie ein Spiel sind und verhalten sich dann auch wie eins und nicht wie eine Mining-App.
Hier bin ich also ziemlich fest der Meinung, dass das mit dem Spiel wirklich nur behauptet wird, um das Ganze etwas einfacher aufnehmbar zu machen, ein bisschen Gamification den Leuten auslöst und außerdem die Listung im App Store vereinfacht, da für ein Spiel wahrscheinlich weitaus weniger Regularien existieren, wie zum Beispiel für eine Finanz-App. Doch bevor ich denn zum Abschluss dieses Videos komme, möchte ich noch eine Sache anfügen. Und zwar, bevor mich einige Leute fragen, was ich denn vom Pi Network halte, hier habe ich tatsächlich nahezu dieselbe Meinung. Vielleicht gibt es ein, zwei Red Flags weniger, aber im Groben und Ganzen wirkt das Pi Network einfach, als wäre es genau derselbe Shit wie das Bi Network. Dementsprechend werde ich dazu auch kein extra Video machen und kann auch nur davon abraten. Wenn ihr nach all diesen Punkten natürlich trotzdem noch Bock haben solltet, das Bi oder Pi Network auszuprobieren, dann tut euch keinen Zwang an. Im Endeffekt halte ich zwar wirklich gar nichts davon, aber ihr büßt auch nur eure persönlichen Daten ein, also sollte hier niemand nachhaltig geschädigt werden. Also wenn ihr es wirklich unbedingt nicht sein lassen könnt, dann tut euch keinen Zwang an. Aber wundert euch nicht, wenn ihr wirklich am Ende davon nahezu gar nichts habt. Und das soll es jetzt aber auch mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich natürlich, dass ihr bis hierher geschaut habt und wenn euch das Ganze gefallen hat oder ich euch vielleicht von einer ziemlich komischen App abhalten konnte, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr vom Bi Network haltet oder ob ihr vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gemacht habt. Doch das soll es jetzt aber auch für heute gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder.